Ja, hallo zusammen. Merci, wenn wir das jetzt schon gekommen sind. Ich hoffe, es kommen noch mehr Leute. Eben, wie gesagt, heute Frauenstreik. Hoffe, viele von euch haben nicht geschafft und die geschafft haben, sind wenigstens schlecht gelungen. Wir haben gedacht, wir zeigen den letzten Match der Saison und reden dann auch noch mit euch für unseren Podcast. Die Kamera ist da, damit wir es noch mit YouTube teilen können. Für unseren Podcast aber zuerst, wenn wir noch über den Match reden, der in Belgrad jetzt losgehen sollte. Und zwar, es ist die Schweiz gegen Serbien. Serbiens Team, 43. auf der Weltrangliste. Ein bisschen unbeschrieben, ein bisschen neu dort in der Frauenfußball. Alia, wenn wir die Schweizer Mannschaft anschauen, im Goal mit der Nadia Fuhrer, nachher rechts aussen Lorena Baumann, in der Verteidigung Brunner und Stierli, links aussen Laura Marti, also zwei Leute, die das Debüt machen in dieser Abwehr. Der Sturm dann mit der Nomi Megro, im Mittelfeld haben wir Malin Gut, Sandy Mändli. Malin Gut hat schon drei Länderspiele hinter sich, Sandy Mändli schon 68. Nachher Melanie Müller in ihrem 10. Länderspiel. Dann haben wir Floriana Ismaili als Mittelstürmerin zusammen mit der Kumbasso. Was sagt uns das Team? Ja, es ist, glaube ich, von den Spielerinnen, die spielen, von den Charakteristiken recht ähnlich ausgelegt, wie wir sonst das beim Nils Nielsen schon gesehen haben. Ich nehme an, dass Melanie Müller auf der Seite eher so ein bisschen Geraldine Reuterler im Part auf der Seite übernimmt und eher so ein bisschen die Spielerin ist, ein bisschen ins Zentrum hineinzieht. Sicher nicht schlecht, dass sie auf der linken Seite spielt. Das ist ein Linksfuß. Es könnte dem Team, Schweizer Team heute noch ein bisschen, extra Möglichkeiten geben, gerade im Angriff, wenn sie dann nicht in die Zeit also in die Mitte hineinzieht, sondern über die Seite kommt. Und mit dem linken Fuß könnte Flanken hineinbringen, die könnte gefährlich werden. Ich denke, grundsätzlich ist es eine Aufstellung, die man erwarten konnte. Was vielleicht ein bisschen erstaunt ist, dass Thais Huhn nicht spielt als Außenverteidiger. Aber ich denke, sonst sind das Spielerinnen, die man hat können davon ausgehen konnte, dass sie werden in der Startaufstellung sein. Wir haben zum Beispiel mit Sandy Mändli auch ganz viel Erfahrung schon auf dem Platz. Wir haben aber sonst aber auch die ein oder andere Spielerin, die schon eine gewisse Anzahl Länderspiele auf dem Buckel hat. Also von dem her denke ich, sollte man die Schweiz sicher favorisieren in dem Spiel gegen Serbien. Aber ich bin gespannt, was heute den Stand bringt. Genau. Ein bisschen Sorgen machen wir zwei Positionen. Und zwar Bachmann zu Nogorcevic werden die 1-2 ersetzt von Ismaili und so. Ist halt schon eine Frage, oder? Ja, ich denke, die Spielerinnen kann man nicht 1-2 ersetzen. Ich glaube, gerade zu Nogorcevic und Bachmann sind zwei Spielerinnen, die Aushängeschilder sind im Schweizer Frauenfußball, die schon so lange dabei sind, die ganz viel Erfahrung haben und die sicher auch eine gewisse Ausnahmestellung geniessen, immer noch im Schweizer Frauenfußball mit ihrer Qualität, die sie bringen. Und wenn man so ein bisschen vom Spielertyp schaut, ja okay, gibt es einen Spielertyp, ein zweiter, der so ist wie Ramona Bachmann, das glaube ich eher nicht in der Schweiz, dass man wirklich sie könnte 1-1 vom Spielertyp ersetzen. Wir haben mit der Kumba so sicher eine Spielerin, die sehr offensiv ausgerichtet ist, gerade auch wenn sie im zentralen Mittelfeld spielt. Aber ob sie jetzt wirklich, ja, sie ist auch ein bisschen von der Postur her ganz anders als Ramona Bachmann. Sie ist grösser. Ich glaube, dass sie dort eher so ein bisschen zu einer Gottschwitzeren Part vielleicht allenfalls in der Kopfballstärke könnte übernehmen. Und Floriana Ismail ist sicher ein bisschen eine mobilere Spielerin, die eher so ein bisschen Richtung Ramona Bachmann geht. Aber auch nicht wirklich 1-1. Die letzte Frage, bevor es losgeht mit dem Match. Wir haben in allen Spielen von Nils Nielsen bis jetzt ein bisschen Mühe gesehen bei der 6-8 Abstimmung. Malin Gut, Sandy Mändli, ist das prädestiniert zum Funktionieren oder eher nicht? Ich denke, die Ausgangslage ist nicht schlecht mit diesen zwei Spielerinnen. Man hat zwei Spielerinnen, die sehr diszipliniert sind, nicht wahnsinnige Freigeist in dem Sinn. Man hat mit der Sandy Mändli auch jemand, der, wie vorher schon gesagt, viel Erfahrung mit sich bringt, aber auch gewisse Aggressivität im Schweizer Spiel, die ich mir von ihr erhoffe. Und man hat mit der Malin Gut eine junge Spielerin, die so viel Ruhe ausstrahlt auch und so viel Erfahrung ausstrahlt, obwohl sie sie rein von ihrem Alter eigentlich noch nicht hat. Von dem her denke ich, sollte eigentlich funktionieren.
aber das haben wir auch schon das eine oder das andere Mal gedacht, jetzt in dem letzten halben Jahr, und es hat dann nicht ganz so geklappt. Aber ich bin gespannt, aber ich denke, das sollte eigentlich ein Duo sein, das gut könnte harmonieren könnte. Ja gut, dann hoffen wir, dass die Schweiz heute gewinnt gegen Serbien, dass es gut läuft. Danke euch allen schon mal, dass ihr da seid. Nach dem Match würden wir wirklich gerne mit euch allen reden. Für YouTube schauen, was ihr denn für Saisons erlebt habt, weil wir nicht dabei sein können. Aber das dann in 90 Minuten und zuerst mal geniessen und hopp Schweiz. Ja, hoi zurück zusammen. Die Schweiz ist 1-0 hinten. Das ist ein bisschen schade, das war ein Penalty, Handspiel. Hoffen wir auf der zweiten Halbzeit ein bisschen Besseres. Wir nutzen die Chance für unseren Podcast und tun unser Team von der Saison offenbaren in einem 4-3-3. Das ist von der Nationalliga A-Saison. Die Nationalliga B-Saison haben wir nicht genug mitbekommen, der ersten Liga oder zweiten Liga, um dort ein Team von der Saison wählen. Machen wir das kurz und schmerzlos einfach für die Leute, die dann auf YouTube zuschauen. Im Goal haben wir die Natascha Honecker. Alea, ist das eine gute Entscheidung gewesen? Well, ich glaube schon. Ich glaube, die Natascha hat eine gute Saison gezeigt. Hat Luzern immer wieder den einen oder anderen Punkt gerettet. Oder drei Punkte. Sie ist glaube, eine Goalie-Frau, die man selten sieht in der Schweiz. Sie hat eine gewisse Größe, körperlichen Vorteil gegenüber anderen. Was die Reflexe anbelangt, ist sie sicher eine der stärksten. Ist aber auch nicht schlecht mit dem Ball am Fuß. Und ich glaube, sie ist sehr eine komplette Frau im Goal. Also von dem her denke ich, dass wir uns da sicher nicht so allzu schlecht entschieden haben. Genau. Zur Auswahl wären noch andere Goalie-Frauen gestanden. Viele Leute haben gesagt, Serena Friedli in unserer Instagram-Abstimmung. Aber eine Goalie-Frau, die nur die Hälfte von der Saison spielt, kannst du halt schlecht ins Team von der Saison wählen, oder? Ja, ich glaube, es wär ein bisschen falsch gewesen, wenn man das Team von der Saison macht, wenn man jemanden berücksichtigt, der die Halbsaison, wie du gesagt hast, nicht auf dem Platz gestanden ist. Und das wäre auch ein bisschen unfair gegenüber denen, die wirklich die ganze Saison im Einsatz gestanden sind. Aber natürlich, wenn mit der Serena Friedli hätte man sicher eine Anwärterin gekauft, den Titel, wenn sie nicht verletzt wäre im Moment. Gut, gehen wir zur nächsten Position. Rechten Außenverteidiger, da gebe ich zu, haben wir ein bisschen beschissen. Es war schwierig zu wissen, wer wo platzieren. Das sieht man immer, wenn das Team von der Saison geht, auch bei der Champions League und so weiter. Wir haben uns für Nomi Megro entschieden. Nomi Megro hat eine super Saison gespielt auf 4 verschiedenen Positionen. Rechter Außenverteidiger, linker Außenverteidiger, rechter Flügel, linker Flügel. Ich denke, man muss es einfach klar sagen, eine Spielerin, die so viel Goal schießt, die so gut spielt, gehört in das Team vom Jahr. Und da haben wir die beste rechte Außenverteidigerin ausschließlich. Das ist unserer Meinung nach Thais Hurni da opfern für den Fall. Was meinst du zu der Nomi? Ja, ich glaube, ihre Saison ist auch jetzt belohnt worden mit dem Angebot, das sie aus der Bundesliga bekommen hat. Und ich denke, sie ist eine von den Spielerinnen, die sicher sehr rausgestochen ist im ganzen Kollektiv von der Liga. Nicht nur jetzt bei Zürich, sondern sie ist immer wieder erstaunlich, wenn eine Spielerin so variabel einsetzbar ist und trotzdem eigentlich immer sehr zu überzeugen weiß. Gerade auch eine Spielerin, die oft als Außenverteidigerin eingesetzt wird, doch mit so vielen Goal, die sie am Schluss von dieser Saison gemacht hat. Und darum denke ich, ist es sicher berechtigt, dass sie im Team von dieser Saison ist. Die Frage war ein bisschen, wo platzieren, weil sie eben so variabel ist. Aber ich glaube, dass wir da eine gute Entscheidung getroffen haben. Gehen wir jetzt zur Innenverteidigung. Die erste Innenverteidigerin ist für uns Clara Walker. Sie ist Captain von GC. Das hat sicherlich ein bisschen mitgewogen bei dieser Entscheidung. Aber auch, weil viele Innenverteidigerinnen in der Liga sehr auf dem gleichen Niveau gewesen sind. Und GC hat doch in der zweiten Hälfte der Saison können brillieren. Ist ja noch dritt geworden, weil sie so solid defensiv geschafft haben, und da haben wir uns jetzt stellvertretend für Laura Walker entschieden. Wie siehst du die Entscheidung jetzt? Oder was war bei dir der Beweggrund, dass du kein Veto eingelegt hast? Ja, es sind so die gleichen Gründe, wie du jetzt schon genannt hast. Ich glaube, GC hat alles in allem ganz eine starke Rückrunde gemacht. Es hat uns immer wieder erstaunt, wie stark das GC aus der Winterpause zurückgekommen ist. Und gerade auch, was sie vor allem anderen Mannschaften immer wieder vorausgehend ist, dass sie fast kein Goal mehr zugelassen haben. Und das
ist ein Zeichen dafür, dass du defensiv gewisse Stabilität erlangt hast. Und ich finde, dass man das auch sollte, dem sollte auch Respekt zollen in dem Team vom Jahr. Und ich denke, genau das war das Thema. Wir haben in der Innenverteidigung ganz viele Spielerinnen auf einem ähnlichen Niveau, wo nicht wahnsinnig fest rausstechen, wenn man sie vergleicht mit anderen. Und ich denke, dass Laura Walka so ein bisschen symbolisch für GC da sicher am richtigen Ort ist. Genau. Innenverteidigungspartnerin für mich dort nicht so eine grosse Diskussion gesehen. Eine alte Liebe von mir, was Talent anbelangt, wo ich auch wieder würde sagen, sie müsste eigentlich heute auf dem Platz stehen. Triana Fischer, du hast schon mal gegen Triana Fischer gespielt. Was sagst du zu dieser grossartigen Linksfußverteidigerin? Ja, ich glaube, wir haben schon viel über sie geschwätzt und ist für mich immer wieder ein Rätsel, wieso dass sie im Kreis von dieser Nationalmannschaft, die jetzt zum Beispiel auch heute hier auf dem Platz steht, nicht wirklich das Thema ist oder nicht wirklich in Betracht gezogen wird. Weil ich bin immer noch der Meinung, dass sie vor allem technisch gesehen die stärkste Innenverteidigerin ist, die wir in der Schweiz haben, zumindest auch in der Schweizer Liga. Wahnsinnig eine überleitete Spielerin mit einem bemerkenswerten langen Ball. Sechs Standardsituationen, sechs Spieleröffnung von hinten raus. Aber auch doch eine Spielerin, die im Spiel sehr viele positive Inputs von hinten raus geben kann, defensiv wie auch offensiv. Und ich finde sie eine sehr komplette Spielerin. Und darum sind wir uns da haben wir nicht mal müssen diskutieren. Ich glaube, das war von Anfang an klar gewesen, dass Triana Fischer auf dem Platz wird sein. Genau. Die Abwehr abrunden tut für viele sicher eine Überraschung. Noemi Gilman hat bei IB so ziemlich jeden Match gespielt, als linke Außenverteidigerin. Hat immer gekämpft, hat sich offensiv eingeschaltet, defensiv. Ich denke, linke Außenverteidigerin haben wir auch in der Nazi, wenn Noel Maritz über rechts spielt, schon immer die Frage, wer kann das im Schweizer Fußball? Ich denke, auch in der ganzen Liga steht da vielleicht noch die grösste Lücke rum. Es war ein enges Rennen zwischen 2-3, aber ich denke, am Ende des Tages hat es Noemi Gilman verdient. Sie und Alessandra Abiul von Luzern sicherlich die zwei konstantesten linken Außenverteidigerinnen. Können wir das eigentlich bringen, als Spielerin vom Siebtplatzierten im Team vom Jahr? Ja, natürlich. Ich meine, die Leistung von einer Spielerin, ja, natürlich sind wir im Mannschaftssport im Fußball und trotzdem wird die individuelle Leistung auch immer noch bewertet, weil es sind 11 individuelle Leistungen, die schlussendlich ein Team formen. Und ja, IB hat sehr eine schwierige Saison gehabt und hat als Team nicht wahnsinnig gut funktioniert oder harmoniert, wie man es vielleicht auch in den letzten 2-3 Saison sich gewöhnt war. Und das heisst aber nicht oder schliessend automatisch aus, dass eine einzelne individuelle Spielerin auf dem Platz nicht ihre Leistung bringt. Und von dem her bin ich absolut der Meinung, dass man eine Spielerin von IB nominieren kann für das Team. Ja, ich denke eben, mit Konstanz, mit viel guten Inputs, trotzdem, dass sie sieben werden, hat sich Noemi das verdient. Gehen wir jetzt ins Mittelfeld. Da ist, glaube ich, auch keine grosse Überraschung. Cinzia Zender maßgeblich daran beteiligt, dass Zürich, nachdem sie ein bisschen gewackelt haben, gegen Ende der Vorrunde, dann wirklich sattelfest können die Meisterschaft super abschließen, oder? Ja, Cinzia ist gerade im zentralen defensiven Mittelfeld ist sie eine Konstante und ist das Glück gehabt, dass sie mit ihr zusammenschütten durfte, wenigstens eine Saison. Und da war sie noch ganz, ganz jung gewesen, das ist schon manches Jahr her. Sind doch auch schon 7 Jahre her. Und sie ist schon da mit 15, plus minus, was sie dort war, ist sie extrem ruhig am Ball. Sie strahlt eine extreme Ruhe auf dem Platz aus. Und gerade auf dieser Position ist das immens wichtig, dass du eine Spielerin hast, die Ruhe ins Spiel bringt, wo du das Gefühl hast, sie weiß ganz genau, was sie macht, wo du ganz genau siehst auch, dass sie die Laufwege drauf hat, dass sie Passwege, wenn sie sich offensiv einschalten muss. Also, ich bin Fan von der Cinzia, das nicht erst seit sie bei Zürich ist, aber ist, ja, bevor haben wir so Spielerinnen in der Schweiz. Genau. Die Achterposition auch nicht so überraschend, oder? Martina Moser ist die beste Spielerin in der Liga, Punkt.
Punkt, 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 weil nachher kommt viel nichts. Martina Moser, eine Profispielerin, eine ehemalige, die klar immer noch in der Bundesliga spielen könnte. Die Dynamik, die Entscheidungswilligkeit, die sie hat, das Box-to-Box-Denken, das siehst du ihr halt einfach immer noch an. Und Martina könnte auf dem Niveau wahrscheinlich noch 10 Jahre anhängen, oder? Ja, wir haben oft über Martina geschwätzt, in unserem Podcast, aber auch offline. Und ich schließe mit dieser Meinung eigentlich an. Sie sticht auch bei Zürich aus dem starken Kollektiv immer raus, in jedem Spiel. Sie ist eine Spielerin, die Spiele entscheidet. Nicht immer nur durch Goal, sondern auch durch ganz viele Entscheidungen, die sie trifft, wenn sie defensiv arbeitet, wie auch offensiv. Ich denke, sie ist eine Spielerin, die grundsätzlich zu gut ist für die jetzige Nationalliga, so wie sie jetzt im Moment besteht. Wir haben das Glück, dass sie sich so entschieden hat, dass sie gesagt hat, nein, ich möchte eigentlich Profifußball, möchte eigentlich hinter mir lassen. Aber ja, mit dem Können, das sie mitbringt, könnte sie in der Nationalliga sicher noch 3-4 Saison mindestens anhängen. Wir hoffen natürlich für die Qualität der Liga, dass Martina auch noch lange bleibt. Für die Gegner natürlich, aber immer ein schmerzhafter Punkt. Gehen wir zum offensiven Mittelfeld. Da haben wir Maeva Sachazin. Maeva Sachazin schießt 17 Goal, spielt eine saubere Saison überragend. Von A bis Z bis Servette selbstständig, wo die Bessumme ist. Jedes Team hat über sie geflucht, hat sich beschwert über sie. Klare Entscheidung, oder? Ja, ich glaube, wenn jedes Team über die flucht, als offensive Spielerin, hast du es definitiv richtig gemacht. Servette hat allgemein für mich eine ganz starke Saison gespielt und das als Aufsteiger und hat immer wieder für positive Überraschungen gesorgt. Und Maeva ist sicher eine Spielerin, wo genau in das Schema fällt. Wir hatten Servette nicht wirklich auf dem Radar vor dieser Saison. Sie sind plötzlich da gewesen und haben von Anfang an Saison haben sie eigentlich gezeigt, was ihre Ambitionen sind und haben ja immer wieder mit ihrer Qualität untermauern können. Und sie ist eine Spielerin, die aus dem, wie Martina Moser jetzt bei Zürich, aber sie ist eine Spielerin, die auch bei Servette ganz klar raussticht. Und von dem her, wenn du als zentrale offensive Mittelfeldspielerin so viel Goal schiessst, das ist wie bei Naomi Megro auf dieser Position. Und wenn du so eine konstante Saison ausspielst und so auffallst durch das Band, ja, bin ich bei dir, ist das eine klare Entscheidung. Genau, Maeva Sachazin, 17 Goal. Genauso viel hat unser rechter Flügel, Kara Curtin, geschossen. Das letzte dann gegen Luzern in den letzten Minuten. Sinnbildlich, sie war schon lange immer zuoberst auf der Liste. Auch sie, eine super Saison, kommt aus den USA und schlägt gerade ein, oder? Ja, natürlich. Lugano hat allgemein eine sehr starke Saison gehabt und das hat unter anderem auch mit ihr zu tun gehabt. Ich sage nicht nur, sie ist sicher nicht die einzige Akteurin bei Lugano, wo die Qualität hat, aber sie ist natürlich eine Flügelspielerin, wo so eine wünscht man sich eigentlich. Sie ist für mich in meinen Augen eine klassische Flügelspielerin, so wie man es irgendwie so aus dem Fußballhandbuch gern hätte. Wenn ich der Meinung bin, haben wir im Moment nicht wahnsinnig viele in der Nationalliga, haben wir auch nicht wahnsinnig viele in der Nationalmannschaft, so richtige Flügel, so klassische. Sie überzeugt immer wieder mit den Tempoausbrüchen. Sie hat ein extrem gutes Gespür für den Fußball, für Situationen, wenn man sonst so ein bisschen Strafraum, Mittelstürmer andichten würde. Aber ich denke, sie hat sicher viel dazu beigetragen, dass Lugano den zweiten Platz eigentlich nie aus der Hand gegeben hat. Genau. Als linken Flügel haben wir eine Spielerin, die auch sehr ähnliche Saison gespielt hat. Eine Spielerin, die sich hat leisten konnte, im Nils Nielsen einen Absack zu erteilen für den Match, den wir jetzt am Schauen sind. Serbien gegen die Schweiz. Die Irina Brücha, sie schießt 17 Goal. Nach einer Saison, die sich ein bisschen im Schatten von einer Geraldine Reutler gestanden ist, im Sturm von Luzern, hat sie sich noch mal bewiesen und eigentlich sich noch mal selber übertroffen in dieser Saison, oder? Ich denke, Irina ist sicher eine Spielerin, die auch von ihrer Persönlichkeit das macht, was gebraucht wird von ihr in einem Team. Und in der letzten Saison hat man mit der Geraldine Reuterler natürlich eine Spielerin gehabt, die technisch und vom Talent her sehr herausgestochen hat und auch viel
für Luzern übernommen hat. Und dort passt sich der Rhein einfach an, das, was man braucht. Und diese Saison hat Luzern genau das gebraucht. Man hat mit der Irina eine Spielerin gebraucht, die Dynamik mitbringt, die Einsatz mit sich bringt, aber auch einen enormen Willen, Zweikampfstärke. Sie ist eine Spielerin für mich, die von der Einstellung her ist sie eine der allerbesten in der Schweiz, die wir haben. Und auch sie, 17 Goal. Also ich meine, es ist keine Frage für mich, dass auch die Irina hier dabei ist. Zuschauer, die jetzt mitrechnen, denken, oh, es gibt nur noch einen Platz und zwei Spielerinnen, die 17 Goal geschossen haben. Du und ich haben lange hin und her gekämpft. Wir haben Abstimmung machen auf Instagram und wir sind nicht immer schlauer geworden. Am Schluss hat einfach die gewonnen, die am meisten Stimmen bekommen hat. Es ist Christina Maxutti. Christina Maxutti, ihre erste Saison in der Schweiz. Die albanische Nationalspielerin schießt Lugano zum Champions League, zu der Champions League Teilnahme. Kommt vor der Fabian Hummi jetzt unserer Wahl. Wie würdest du das jetzt begründen? Ich denke, Fabian Hummi ist immer gut, jede Saison, für das Team der Saison. Fabian Hummi ist eine extreme Konstante im Schweizer Frauenfußball in der Schweizer Liga, schon seit Jahren. Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass es das gilt zu würdigen. Aber ich bin immer auch ein bisschen der Meinung, wenn man eine Spielerin hat, die neu in eine Liga reinkommt, die neu in ein Team reinkommt und die sich so durchsetzen kann, im Team, in der Liga, sich so kann bewähren auch und dann auch schon wieder weiterzieht. Ja, ich meine, sticht das noch fast ein bisschen mehr raus. Wie Fabienne Humm, wo man das grundsätzlich irgendwo so in einer grundsätzlichen Erwartungshaltung schon drin hat. Und für mich war das einfach ein bisschen mehr eine Momentaufnahme gewesen, weil bei Christina Maxutti jetzt im Moment einfach noch ein bisschen mehr raussticht, dadurch, dass sie vor allem auch neu ist. Genau, wir haben das mehrfach besprochen. Bei Zürich haben viele Leute Goal geschossen. Fabienne Humm ja bis zwei Spieltage vor Schluss, bis zu dem Match gegen Basel, eigentlich nicht im Rennen und beste Torschützin. Hat viele andere Arbeit geleistet, eine super Saison, wie wir ja schon mehrfach gesagt haben. Fabienne gehört zu den besten Spielerinnen in der Liga. Aber eben für diese Saison, habe ich auch das Gefühl, dass Christina wirklich das noch ein bisschen mehr dazu beitragen hat, dass sie das Team Erfolg hat. Schauen wir das Team insgesamt an. Meinst du, das wird die Nazi gewinnen? Ich denke schon. Ja gut, dann ist das für unsere Pausenunterhaltung. Wir schauen jetzt gerade noch weiter Serbien-Schweiz. Hoffentlich mag die Schweiz das Resultat drehen. Hoffentlich kommen andere Spielerinnen zum Einsatz, wie Nadine Riesen zum Beispiel, wo ihre Mannschaftskolleginnen da schon warten, um zu applaudieren. Und eben nach dem Match reden wir dann mit allen von euch, noch ein bisschen über eure Saisons, dass unsere Zuschauer auf YouTube auch wissen, was für Leute sonst noch im Schweizer Frauenfußball unterwegs sind. Bis gerade und viel Vergnügen mit der zweiten Hälfte. Ja, hallo zusammen, zurück jetzt der Match. Hast du etwas gesehen? He? Wir analysieren schnell Serbien-Schweiz und dann könnt ihr untereinander ausmachen, wer das zuerst bei uns kommt, ein bisschen erzählen, wie seine Saison war. Auf das freuen wir uns extrem. Aber zuerst, Alia, Schweiz, Serbien, 1-1. Super, dass wir die jungen Spielerinnen gesehen haben. Aber ich wage zu behaupten, wir haben gesehen, es liegt nicht an den Spielerinnen, Systemfehler, die wir auch schon mit den Legionärinnen gesehen haben oder in den normalen Aufgeboten, die schon seit dem Januar rum sind. Mittelfeldzustimmung, das Nachschieben, das hohe Pressen, das nicht rum ist. Das ist da, egal ob Ismaili oder Buser oder Reuteler oder Zunogorcevic angreift. He? Ja, ich denke, man hat heute ganz klar gesehen, dass die Spielidee und das Spielsystem, das man möchte spielen bei der Schweiz, dass das nicht stimmt. Und man hat heute wieder gesehen, es ist grundsätzlich, kommt es nicht darauf an, welche Akteurinnen, wie du gesagt hast, auf dem Platz stehen. Es kommt nicht darauf an, ob es Spielerinnen sind, die in der Schweizer Liga daheim sind. Es kommt nicht darauf an, ob man
ein paar von der weltbesten Spielerinnen auf dem Platz haben oder nicht. Das System stimmt nicht. Und das System hat ganz viele Lücken. Man sieht, dass wir eigentlich in einem Match, wo ich behaupte, wir müssten die bessere Mannschaft sein, sieht man ganz viele grundlegende Fehler, in meinen Augen grundlegende Fehler. Ich verstehe gewisse Sachen, ich verstehe nicht, wieso dass man in einem Match, in so einem Spiel nicht höher angreift. Ich verstehe nicht, wieso dass man vor allem auch gerade in der ersten Halbzeit so tief steht, dass man sehr bei dem Spiel überlässt, dass man nicht selber Initiativen ergreift auf dem Platz. Man sieht auch in der zweiten Halbzeit gegen Ende, was passiert, wenn Serbien nur ein bisschen höher angreift und ein bisschen mehr Druck ausübt. Extrem viel Ballgewinn, auf der anderen Seite extrem viel Ballverlust von den Schweizerinnen. Man sieht selten über die ganzen 90 Minuten einen sauberen Angriff von hinten raus bis mit Torabschluss. Natürlich, das 1:1, wo man schießt, ist ein schönes Goal, aber eine schöne Einzelleistung. Also man hat wenig Zusammenhang gesehen in diesen 90 Minuten, wenig, wo die Schweizerinnen wirklich den Stand gebracht haben. Aber es ist nicht unterschiedlich von dem, was man in den letzten Testspielen, wo man seit Anfangsjahr haben mitverfolgen können, gesehen hat. Und da stelle ich ein ganz grosses Fragezeichen hinter all die Leistungen und auch hinter die Leistung von heute und sagen, wenn wir so präsentieren in einer Quali, die im September anfängt, dann wird es extrem schwierig, ganz egal, gegen wen wir spielen. Weil da geht es nicht darum, wie stark ist der Gegner, sondern wie stark oder wie schwach machen wir uns selber. Und im Moment sehe ich dort eine ganz grosse Baustelle. Genau, es hat vieles nicht zusammengeschoben. Das Mittelfeld eigentlich super beleidigt mit einer Sandy Mändli und einer Malin Gut. Die spielen ja auch praktisch durch. Trotzdem schaffen wir es nicht, im Mittelfeld Serbien zu dominieren. Wir schaffen es nicht, eigentlich wirklich einmal eine richtige Angriffs- und Torchance zu haben, wie du sagst. Und Serbien hat mehr von diesen als mehr. Und das ist halt beunruhigend, weil ich wage zu behaupten, dass all die Spielerinnen, die heute auf dem Platz gestanden sind, besser sind als die Summe der Spielerinnen, die bei Serbien auf dem Platz gestanden sind. Und es ist auch schwierig jetzt für die Spielerinnen, die jetzt debütiert haben, zu sagen, dass sie sich empfohlen haben, oder? Ja, also ich glaube, bei dem Spiel heute hat sich keine einzige Spielerin bei den Schweizerinnen in dem Sinn können empfehlen, dass man sagt, oh, okay, die ist jetzt extrem rausgestochen und das ist eine Spielerin, die müssen wir unbedingt in den nächsten Spielen dabei haben, was sehr schade ist, weil eigentlich ist das eine wahnsinnig gute Option, gerade auch für die Spielerinnen, weil sie die Chance bekommen, weil sie die Bühne bekommen. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass es nur an den Spielerinnen liegt, die ihre Leistung nicht so erbringen, wie sie es eigentlich könnten, sondern das hat für mich auch ganz viel zu tun damit, was passiert vor diesen Spielen. Wie stellt man das Team auf so Spiele ein? Was für ein System wird man spielen? Was gibt man den Spielerinnen für Wert mit? Und für mich sieht es auch ganz fest so aus von außen, als würde man nicht höher angreifen, als würde man nicht selber ein Spiel machen. Und das sind halt Attribute, wo ich der Meinung bin, wenn man die Quali startet, sind das ganz schlechte Attribute. Wenn man das immer der gegnerischen Mannschaft überlassen will auf dem Platz, dann wird es schwierig. Ja, wir wollen nicht pessimistisch sein, aber es ist doch ein halbes Jahr gesehen, es sind doch 8 Spiele. Und die Schweiz hat, egal in welchen Konstellationen, nicht so gut ausgesehen. Hoffen wir, dass es mit der Quali besser wird. Aber wir können auch diesen Match abschließen, glaube ich. Wir müssen wir da nicht zureden. Es geht jetzt unsere Gäste für uns zu laden. Habt ihr euch entschieden, wer das zuerst kommt? Welches Team, das wir zuerst begrüßen dürfen? Einfach aufstehen und kommen. Ja, jetzt sind alle schüch. Ja, dann haben wir auch den FC Baden. Der FC Baden ist aufgestiegen von der 2. Liga in die 1. Liga. Dort müssen sie jetzt noch diskutieren, wer das sich traut. Am besten kommen einfach alle 4 führen. Alia, rutsch doch du da auf den Stuhl, weil mein Mikrofon erlaubt mir gar nicht, auf den Stuhl zu hocken. Bitte, kannst du noch die Kamera ein bisschen? Ich darf gerne sitzen, wenn nicht. Kannst du den Bildschirm drehen, sodass du siehst, dass wir dann irgendwie alle drin sind? Im Bild. Ja, sie können einfach deins haben. Könntest du das nehmen, umgehen, wer auch immer okay. Wird antworten? Ja. Ich bin jetzt ganz ein schlechter Gastgeber und sage, stellt euch zuerst mal schnell selber vor, wer ihr seid. Also ich heiße Blerim Gaschibi, der Haupttrainer vom FC Baden Frauen. Und
rechts von mir meine zwei Captains und auch meine Assistenztrainerinnen. Ja, wie gesagt, ich bin Evelyn Fuentes und ich bin Co-Captain von dieser Mannschaft. Und ich bin Tamara Fini und bin Captain vom FC Baden. Ja, man sieht euch natürlich immer wieder auf Social Media. Der FC Baden hat dort einen coolen Account, wo ihr immer mit der Trikotnummer und dem Namen sagen, wer das Goal schießt und so weiter. Mit dem Grund, warum ich gewusst habe, was bei euch los ist die ganze Saison. Danke zuerst mal für das. Ich alleine mit Alea zusammen, wir haben keine Zeit, um überall dabei zu sein. Und Nazia nimmt uns schon mal ein. Zuerst mal für euch. Wie war der Aufstieg? War es ein hart umkämpfter Aufstieg? Oder war es für euch von Anfang an klar, dass ihr in die erste Liga kommt? Also, wo wir gestartet sind, war eigentlich schon das Ziel, dass wir aufsteigen. Weil wir schon einmal in der ersten Liga waren, leider dann abgestiegen sind. Und wir hatten auch ein gutes Kader, das für die zweite Liga sicher eher sehr gut ist. Und es war nicht wirklich umkämpft. Wir sind, glaube ich, 3 Spiele vor Schluss. Sind wir schon da oben gewesen. Und somit, ja, wir haben das angestrebt und hat das Ziel auch erreicht. Als Team, das jetzt aufsteigt, so locker, müsst ihr jetzt in der ersten Liga aber zeigen, was ihr könnt. Ist der Druck jetzt etwas höher? Unser Ziel war von Anfang an natürlich der Aufstieg gewesen, aber wer ein bisschen uns verfolgt hat in der Social Media hat mitbekommen, dass wir nicht werden aufsteigen. Wir werden in der zweiten Liga bleiben. Aus diversen Gründen, wo wir auch gestern eine Teamsitzung hatten, auch mit dem Vorstand. Und alles andere wird noch folgen. Wieso? Aber momentan, auch wenn wir ja, eine einfache Saison kann man jetzt auch nicht sagen. Es ist trotzdem, es hat schon Spiele gehabt, die hart umkämpft waren. Auch wenn wir 3 Spiele vor den Meister geworden sind, unser Ziel haben wir wirklich erreicht mit der Mannschaft. Und auch das lang ersehnte Ziel, endlich Cup gewinnen, was wir immer davon geträumt haben. Und haben dürfen den Traum wahr machen. Aber wir werden definitiv dieses Jahr nicht aufsteigen. Aber wir streben natürlich nächste Saison die erste Liga wieder. Aber als Spielerin, wenn man so eine Saison spielt, nervt das nicht, wenn man dort nicht aufsteigt? Ja, schon recht. Ja. Also eben, es ist, trotz, auch wenn es jetzt im Nachhinein locker, flockig ausgesehen hat, von der Tabelle her, ist es doch ein Jahr Arbeit und ja, halt auch jedes Wochenende einen Nervenkitzel. Wir haben auch eben immer wieder die anderen Spiele angeschaut und gerechnet. Und ja, jetzt fehlt uns da noch ein Punkt, dort noch ein Punkt oder weiss nicht was. Und ja, dann ist schon im ersten Moment so ein bisschen Enttäuschung da, weil man ja eigentlich seine Aufgabe erfüllt hat auf dem Spielfeld, Aufstieg, das Ziel erreicht, wo man eigentlich darauf hingeschafft hat. Und dann heisst es ja, wir steigen trotzdem nicht auf. Und im ersten Moment ist es schon enttäuschend, aber wenn man so nachher die Gründe ein bisschen analysiert, dann ist es halt einfach nicht realistisch, weil wir wirklich als gestandene Mannschaft aufsteigen wollen und dort nachher auch ein gutes Bild abgeben wollen und nicht eine Liftmannschaft sein, die auf- und absteigt. Und das war so der Hauptgrund, wieso wir das jetzt nicht realisieren wollen. Ja. Aber jetzt ist es ja schwierig, das aufrechtzuerhalten. Ich meine, wenn ich jetzt der erste Liga Sportchef wäre und ich sehe, da ist das Team, das gewinnt gut die zweite Liga, ich würde zu euch die Besten wegfischen. Habt ihr keine Angst vor dem? Also im Moment sieht es gut aus. Also im Großen und Ganzen bleibt die Mannschaft eigentlich zusammen. Das wissen wir eigentlich schon. Ja, ich glaube, das Risiko ist immer da, dass die eine oder andere abspringt, weil sie jetzt keine Ahnung, eben ein anderes Angebot bekommt oder so, aber ich glaube, wir haben eine recht intakte Mannschaft, wo jetzt auch recht zusammengeschweißt ist in dem letzten Jahr oder auch in den letzten 2 Jahren. Und also ich persönlich mache mir da jetzt keine Sorgen, dass da ein paar weggehen.
Jetzt mit dem Grund, warum wir hier sind, ist nicht nur, weil wir eine gute Saison gespielt haben, sondern auch, weil wir ein bisschen über Frauenfußball überall reden. Als Zweitliga oder auch damals Erstliga-Team in Baden, wie ist die Reaktion der Leute um Baden herum? Wird man da wahrgenommen? Ist der Fußball beliebt? Haben wir 300 Zuschauer jeden Match? Ja, also ich glaube, das ist ein allgemeines Thema, dass halt der Frauenfußball nicht das bekommt, was er eigentlich verdient. Das wird ewig noch ein Thema sein. Es wird immer wie besser. Wenn man jetzt auch die WM sieht, haben wir doch Frankreich, wo begeistert ist, oder das Deutschland, wo natürlich auch begeistert ist. Bei uns ist das leider halt noch nicht so. Erstens eben Zweitliga, Erstliga ist noch nicht so attraktiv für andere Zuschauer, die das einfach mal schauen wollen. Meistens sind dann halt Verwandte, Bekannte, die kommen. Und definitiv nicht 300 Zuschauer. Aber wir hoffen natürlich, dass durch das, dass Baden ein guter Standort ist und wir vielleicht dann eben nächstes Jahr den Schritt wagen können, dass es noch etwas attraktiver wird für die Zuschauer. Genau, der Standort Baden, auf das haben wir noch zu sprechen kommen. Baden ist ein Steinwurf von Zürich weg. Zürich ist ein bisschen eine Schmiede für Fußballtalent. Aber nicht alle können die Zürich U19 und nicht alle können die Zürich U21. Viele haben auch dann irgendwie ein Leben, ein Studium, einen Job. Malt man sich da als Verein aus, dass man vielleicht das eine oder andere Talent abzwacken kann? Oder vielleicht halt auch eine gute Freundin, die Spielerin von der Saison wird, kann dazu überreden, mit 42 noch bei einem ein bisschen zu shooten? Also grundsätzlich zum Ersten wegen U-Mannschaften, das war auch beim FC Baden sicher ein Thema gewesen. Wenn man Erstliga ist und vielleicht bei einer U19, U21 jemanden abzwacken kann, der vielleicht nicht ganz einen Sprung schafft, das wäre genial. Da waren wir auch dran, es hat nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das andere ist so, das ist halt wirklich die Transfers, die man eigentlich macht. Das ist, wenn man Leute kennt. Von früher, wo man zusammengeschüttet hat, wie jetzt eben Martina oder so. Ich weiss, sie macht sicher noch ein Jahr. Und dann bleibe ich dran, dass sie vielleicht irgendwann gleich noch zu Baden kommt. Ja, wir hoffen, dass Martina noch ein paar Jahre mehr macht, oder? Der Trainer sieht das gleich mit den talentierten Spielerinnen. Ja, es ist, wie Tamara gesagt hat, wir waren dran gewesen und wir haben auch eine eigene Jugendmannschaft. FF15 und jetzt FF19K, wo jetzt Viertligamannschaft wird bei uns. Wir hoffen natürlich auch auf Spielerinnen, die leider den Sprung nicht schaffen in der ersten Mannschaft. Natürlich auch von Zürich. Ich kann jede vorbeikommen. Super Mannschaft, super Trainer. Nein, also natürlich wünscht man sich das. Das ist klar, dass man mehr, das ist wirklich so. Aber Zürich ist halt immer noch extrem lukrativ für Spielerinnen, die möchten hoch spielen. Und jede versucht. Aber was halt das grosses Problem ist, was ich gemerkt habe in den Jahren, dass es halt, wenn es nicht reicht, in der Nazi A oder so, dann sagt man nur noch, ich kann ein bisschen shooten. Und dann geht man irgendwo in eine dritte, Viertligamannschaft. Und das ist einfach mega, mega schade für talentierte Spielerinnen, die könnten in der Erstligamannschaft, die könnten in der ACB-Mannschaft spielen. Entweder man will alles, oder dann sagt man, okay, dann gehe ich ein bisschen shooten. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schade. Und wir hoffen, dass es sich das in den nächsten Jahren ändert, natürlich. Und dass man nicht einfach aufgeht und noch attraktive Erstliga Fußball spielen, was ja wirklich auch attraktiv ist. Und wir sind dran und wir freuen uns über jede, die gerne Probetraining machen würde. Genau. Gehen wir jetzt von Zürich schnell weg zu Aargau. Ihr habt ja, wie gesagt, den Aargauer Cup gewonnen. Ich habe das Gefühl, die Region Aargau schaut viel für den Sport. Wir haben ja auch ein paar Aargauer Teams, wo nicht gerade der Nazi A sind im Moment, aber doch irgendwo in der Nazi B und in der ersten Liga ein bisschen mitreden können. Schlieren hat das Team, wir haben mit Aarau, wir haben verschiedene Teams aus dem ganzen Kanton, die sich gut am Platzieren sind wollen und so weiter. Wie nehmt ihr das wahr im Kanton Aargau? Ist dort die Unterstützung um? Wie war das Cup-Final für euch? Sind viele Leute gekommen? Ist es ein guter Match gewesen? Die Stimmung, wie ist alles gewesen? Also, es war mein erstes Cup-Final. Es war für mich
ein sehr emotionales Spiel gewesen. Also es ist, für mich war es unglaublich gewesen. Es hat sehr viele Zuschauer gehabt. Es war eine super Atmosphäre gewesen, definitiv. Und man hat auch gemerkt, im Cup-Finale gibt es keine Favoriten. Es ist ein Spiel und es kann alles passieren. Man darf keine Mannschaft unterschätzen, auch wenn es vielleicht eine Liga, also wenn, auch wenn es nur blöd gesagt Drittliga ist, man darf es nicht unterschätzen. Es war ein super Finale gewesen, super Gegner, der sehr gut dagegen gehabt hat. Und es war extrem interessant gewesen und es war für mich auch eine tolle Erfahrung und eine Ehre gewesen für mich, dass ich auch den Cup-Finale mit dieser Mannschaft bestreiten und natürlich auch gewinnen. Und ich hoffe auf weitere Cup-Finale und weitere Cup-Siege mit dieser Mannschaft. Und ihr als Spielerinnen, wie erlebt ihr den Aargauer Sport, das Aargauer Sportumfeld? Ja, ich glaube, also ich kann jetzt vor allem von Baden reden. Ich glaube, wir haben das schönste kleine Stadion der Schweiz. Wir haben seit 2011 jetzt auch eine Kunststrasse im Stadion und sonst wirklich Top-Infrastruktur mit sehr guten Rasenplätzen, dank einem super Platzwart, der auch immer gut zu denen schaut. Ja, ich glaube, es ist sicher auf gutem Weg. Und jetzt, wenn man auch so ein bisschen ganz allgemein schaut, unsere Jungs waren auch in den Aufstiegsspiel gewesen, Aarau hat den Aufstieg knapp verpasst. Also, ich glaube, ganz allgemein, es geht schon etwas im Aargau. Und auch bei den Frauen, eben, wir sind jetzt hätten den Aufstieg geschafft. Ja, ich denke, es ist ein Ausrufezeichen auch für die umgebenden Vereine, dass bei uns der Fußball gelebt wird und dass wir eine qualitativ gute Mannschaft haben und ambitionierte Spielerinnen auch. Alia, ich nehme dich jetzt schnell auch ins Gespräch. Wenn du von der Innerschweiz aus schaust, wir haben ja das letzte Mal über die Innerschweiz geredet, und dann eben hörst, was im Aargau läuft oder mal ein bisschen lesest, sie haben einen eigenen Cup und so weiter. Wünschst du dir, dass in der Schweiz auch so ähnliche Aktionen stattfinden würden? Ja, ich glaube, es ist gerade für die Spielerinnen, für die Mannschaft, für die ganzen Vereine ist natürlich eine extrem positive Erfahrung, wenn du zusätzlich noch die Chance hast, zum einen Titel zu gewinnen. Und ich glaube, Titel, egal was für ein Titel ist, ob es der Aargauer Cup ist, ob das der Schweizer Cup ist, ob das die Schweizer Meisterschaft in der Nationalliga ist oder in der Viertliga, es kommt eigentlich überhaupt nicht drauf an. Ich glaube, Titel gewinnen allgemein ist das, was der Sport oder wo wir im Sport am liebsten machen. Und darum muss ich sagen, ja, die Innerschweiz könnte sich ein Beispiel nehmen daran. Es könnte definitiv noch ein bisschen mehr gehen, aber ich glaube, das gilt nicht nur für die Innerschweiz. Ich glaube, das gilt allgemein für die ganze Schweiz. Wer heute allenfalls vielleicht Zeitung gelesen hat, hat gesehen, Lara Dickermann ist in der Zeitung, sie hat ein Interview gegeben und sie sagt auch ganz klar, es wird im Sport oder jetzt auf den Frauenfußball bezogen auch, wird einfach zu wenig, man bringt dem zu wenig Beachtung entgegen und zu wenig Wertschätzung und ich denke, das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, dass man kantonal schaut, dass man da das ein bisschen vorwärts bringt, dass man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kann generieren kann, allgemein. Aber ich denke, dass wir das uns alle zusammen schweizweit arbeiten müssen, weil, wie Sie gesagt haben, es ist eigentlich schade, weil ich glaube, wir machen einen guten Job auf dem Platz, opfern sehr viel Zeit, investieren sehr viel, alle von uns, egal auf welcher Stufe dass man spielt und ein bisschen Wertschätzung und ein bisschen Beachtung wäre sicher nicht verkehrt. Genau, meine letzte Frage an euch ist eben genau wegen der Beachtung, wegen der Wertschätzung. Ich meine, wer sich im Frauenfußball auskennt, weiss, ich bin etwa der Einzige, der mit einer Kamera rumsäckelt in der ganzen Schweiz umeinander. Es ist sehr wichtig, dass man den als Verein eigene Initiative ergreift. Ihr seid auf Social Media mega aktiv. Wie wichtig sind die Kanäle für euch? Wie wichtig ist es, dass ihr so ein bisschen Aufmerksamkeit für euch generieren könnt? Ja, ist natürlich sehr wichtig. Zum Glück haben wir Gonschi dahinter, der das für uns macht. Sie macht es mega gut, finde ich. Also ich sage jetzt einen Verein, eben, wir sind tief unten und für das finde ich einen mega super professionellen Auftritt.
Und es ist auch wichtig, ich denke, auch durch das haben wir im Göpfinal viele Zuschauer erreicht. Also dort war es voll, dort sind wir vielleicht etwa bei 100, 200, ich kann es nicht genau sagen. Und auch für andere Events, die wir haben, es ist sehr wichtig. Es erreicht heute die Leute, es geht nur noch über Social Media. Und umso schöner, dass es auch so Leute gibt wie ihr, die das eigentlich so verfolgen. Und der Frauenfußball leben, man hört, was ihr alles kennt, das ist unglaublich. Und das soll so weitergehen und hoffentlich auch andere anstecken. Genau, jetzt der Hauptgrund, warum wir da sind, ist ja, dass wir euch kennenlernen, dass ihr mal etwas sagen dürft. Ungefiltert, ungeschnitten, in die Kamera. Also, wenn ihr irgendetwas zu sagen habt, irgendeine Botschaft, wenn ihr irgendwo noch eine Spielerin wollt, dazu ermutigen, zu euch zu wechseln, Lara Dickmann zum Beispiel, einfach jetzt fragen. Ja, also ich kann nur sagen, eben, wenn jemand noch ein bisschen den Biss hat und noch die Leidenschaft verspürt für den Fußball, wie wir das machen, und gleichzeitig auch ein cooles Team will und Spass am Fußball hat, dann lohnt es sich sicher, bei uns ins Probetraining zu kommen. Ich weiß nicht genau, wann der Trainingsstart ist, aber auf unserem Kanal wird das sicher so schnell wie möglich publiziert. Und, ja. Und nächste Saison, in dem Fall dann der Aufstieg, oder? Ja, definitiv. Ja, super, viel Erfolg und nochmal gratulieren zur Meisterschaft und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, hierher zu kommen. Danke euch. Ja, das nächste Team, das sich stellen will. Wir haben noch zwei Nazi-B-Teams und das Erstliga-Team. Das muss jemand kommen. In der Zwischenzeit, Alea. Bis sie sich entschieden haben. Wie wichtig ist es, dass man eben auch schon in der zweiten Liga die ganze Aufmerksamkeit hinzieht? Oder dass man auch als Verein sagt, hey, weißt du was, wir würden in der ersten Liga nicht bestehen, also wir bleiben noch ein Jahr unten. Ich denke, das ist genau die Einstellung, wo schlussendlich dann auch, wenn man langfristig denkt und ich, das ist genau der Appell, wo ich auch schon in der Vergangenheit oder wo auch wir in der Vergangenheit immer wieder darüber geredet haben. Langfristigkeit sollte unbedingt das Thema sein. Und wenn man sich langfristige Ziele steckt und merkt, dass man im Moment zwar einen Teil von dem Ziel erreicht hat, aber dann das nicht durchziehen können, dann ja, ist natürlich die Frage, will man denn das Teilziel einfach erreichen, damit man nachher wieder drei Schritte zurück muss? Oder sagt man, nein, wir verzichten auf das Teil, das wir jetzt im Moment gerade erreicht haben. Aber wir denken langfristig, dass wir dann irgendwann an dem Ort sind, wo wir eigentlich gedacht haben. Und darum ist die Einstellung, bin ich der Meinung, absolut die richtige. Es ist auch absolut richtig, dass man sagt, egal auf welcher Ebene dass man spielt, sei das Nazi A, sei das Viertliga, alles dazwischen, Aufmerksamkeit generieren für unseren Sport ist immer wichtig und immer richtig. Und ich glaube, es gibt keine Art und Weise von unserem Sport, wo es nicht verdient hat, dass er gesehen wird. Und darum ist es extrem schön, zu sehen, dass der Aufwand betrieben wird. Und ich glaube, das wird uns in der Zukunft allen zu gut kommen. Genau, und die Aufmerksamkeit, auf die hat jetzt gerade unser ein Special Guest verzichtet. Die jungen Damen vom FC Oerlikon Polizei, die ja eigentlich eine super Saison gespielt haben, sind jetzt doch ein bisschen kamerascheu geworden. Wir nennen in dem Fall gerade Nazi Bedra, da haben wir Ehrengäste, zwei Spielerinnen, die aufgestiegen sind, Steffi Brecht und Jessica Scherer. Und der Trainer vom Team, der fast ihnen den Aufstieg vermasselt hat, der Hugo Kostetzer von Thun, vom Frauenteam Thun Berner Oberland, FC Rot-Schwarz. Ja, zuerst mal danke vielmals, dass ihr aus den anderen Enden von der Schweiz angereist seid, um mit uns zu reden. Wir haben die meisten von euch schon gesehen, die Steffi können wir noch nicht so gut, aber Jesse hat schon zweimal das Interview gegeben bei Abseits. Da danke dafür. Der Hugo hat auch schon das Interview gegeben bei Abseits und ist auch hinter der Kulisse immer beschäftigt damit, uns zu promoten. Für euch der hart umkämpfte Kampf in der Nazi B, weil das war wirklich hart umkämpft gewesen. Ihr zwei plus noch Zürich U21, wie hat sich das angefühlt? Was war die Erfahrung in dieser Saison? Also für mich persönlich ist sicher jetzt die letzten zwei Wochen ist recht intensiv gewesen, auch von den Emotionen her.
gerade das letzte Heimspiel gegen Aarau, muss ich sagen, von mega vielen Fans, die gekommen sind und uns unterstützt haben. Und ja, voller Emotionen war diese Saison. Ja. Ja, also ich kann mich nur gerade anschliessen. Also vor allem die letzten zwei, drei Wochen waren wirklich recht anstrengend für uns allgemein, weil eben mit Thun haben wir eigentlich einen guten Gegner gehabt, der auch noch um den Aufstieg gekämpft hat. Und ja, wie Steffi gesagt hat, vor allem gegen Aarau mit so vielen Zuschauern war halt schon etwas anderes gewesen, vor allem im Frauenfußball. Wir kennen das nicht so, dass gerade so viel kommt. Und ja, es war ein recht emotionales Spiel gewesen. Ja, eben, zuerst mal Gratulation St. Gallen zum Aufstieg. Ich glaube einfach, dass sie über die ganze Saison verdient haben, zum aufzugehen. Ich glaube, unsere Saison war mehr als erfolgreich. Anfang der Saison, wenn das jemand gesagt hat, zweiter Platz hätte ich unterschrieben. Nächste Saison werden wir angreifen. Vielleicht folgen wir ihnen und dann werden wir dort oben auch wieder St. Gallen tun sehen. Vielleicht, aber sie haben es verdient, über die ganze Saison mit ihm nicht diskutieren. Wenn man jetzt schaut, ich meine, eure zwei Teams haben etwas geschafft, was viele Leute vielleicht nicht erwartet hätten, dass Zürich U21 nicht auf dem Papier Meister wird, also am meisten Punkte hat. Ist das speziell, wenn man weiss, dass dort das zweite Team vom Nonplusultra von dieser Liga gegen euch spielt? Also für mich als Trainer ist halt einfach die Situation, du weißt nie, was dich erwartet. Das ist einfach so. Wenn du Anfang der Saison gegen Zürich spielst, sind sie vielleicht schwächer und sobald das halt Ende der Tabellen ist, sie können futtern. Auf eine Art muss ich sagen, es bringt die jungen Spielerinnen sicher weiter, dass sie sehen, was möglich ist in diesem Alter. Ob es wettbewerbskonform ist, weiss ich nicht. Das muss der Verband entscheiden, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube einfach, dass Zürich die U21 auch einen guten Job gemacht hat, aber ich glaube einfach, ob es das Richtige ist, weiss ich nicht. Das ist meine Ansicht. Für euch zwei hat man etwas Angst, wenn Zürich U21 kommt oder wenn man ins Herren Schürli muss? Ich habe Angst. Ja, also Angst kann man nicht sagen. Ich meine, jeder gegen euch ist machbar. Das war unser Ziel, auch wenn es schwer umkämpft war. Und ja, ist halt, ja, wir sind einfach Zürich 21, ist halt einfach auch, weil von oben heisst es, oh, der FCZ. Ich meine, sie zeigen eine gute Leistung. Aber Angst ist nicht, sie können Respekt gegner. Sie sind gut, das wissen wir. Ja. Ja, ich kann mich hier anschliessen. Ich meine, wir hatten ein paar Spiele gegen den FCZ, wo wir uns ein bisschen ausgerissen haben. Und es sind auch recht emotionale Spiele, muss ich sagen. Ja, schlussendlich, ich finde, wir sind das bessere Team und ja, wir sind verdient aufgestiegen. Jetzt habt ihr ja nicht nur gegen Zürich U21 gespielt, sondern ihr zwei habt ja auch den Cup-Halbfinale gegen Zürich gespielt. Steffi, du hast dort durchgespielt, soweit ich weiß. Nicht ganz, nein. Nicht ganz, 78 Minuten. Ja, genau. Und Jessica ist in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Wie hat sich das angefühlt? Was war der Unterschied gewesen, in diesem Cup-Spiel zu dem Spiel gegen die U21? Also sicher mal die Intensität ist... Also ich muss sagen, die ersten 30 Minuten hatte ich recht Mühe gehabt. Also ich finde, wir haben es mega gut gemacht, die ersten 30, 35 Minuten. Ja, wir haben gut mitgegeben. Ich finde, wir haben auch gut gepresst in meinen Augen. Sie haben auch gesagt, sie haben mega Mühe gehabt gegen uns, eben die ersten 30 Minuten. Ja, also ich finde, wir haben es super gemacht gegen sie und so kann man aufbauen. Ja, für mich ist einfach eben FCZ, jetzt die Nazi A, ist halt einfach immer ein Gegner, da kannst du noch gewinnen. Also ich sage es immer so, auch wenn man gegen Zürich verliert, du lernst einfach etwas dazu und ich finde einfach, unsere Mannschaft hat das sensationell gemeistert, auch wenn halt nachher das Resultat ein bisschen gegen uns ausgegangen ist, mit dem 5-0 ist, finde ich in meinen Augen recht hart. Aber ich finde, unsere Mannschaft hat das super gemacht und auch Zürich beweist, dass wir auch shooten können. Und das ist sehr wichtig, das Team hat sich dadurch auch mega weiterentwickelt. Wir haben wieder ein bisschen etwas anschauen, was wir vielleicht ein bisschen besser machen können. Auch jetzt eben in der Zukunft, falls wir hier aufgestiegen wären, haben wir ja noch nicht gewusst, ob das wirklich klappt. Und dadurch haben wir viel mitgenommen. Ja, also ich sehe das gleich. Die ersten 30, 40 Minuten haben wir ganz klar mitgehalten. Das sind zeitweise sogar besser als Zürich. Zürich macht das erste Goal ein bisschen
aus dem Nichts raus. Wenn das nicht geht, habe ich das Gefühl, wird es ein spannender Match. Dann eben das 5:0 ein bisschen hart. Wenn wir jetzt nochmal eben dort bei dem Cup-Halbfinale bleiben, denkt ihr, wenn IB oder GC gekommen wäre, hättet ihr mehr Chancen gehabt? Ja, so kann man es nicht sagen. Es sind alle drei gute Gegner, es sind alle drei verschiedene Gegner. Also jeder spielt anders, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Aber schaut, mit Zürich haben wir halt jetzt gerade den schwersten Gegner sozusagen bekommen. Aber ich finde es gut, wie es so war. Schade, dass es nicht geklappt hat mit dem Finale. Jetzt schauen wir, beim nächsten Cup wird es vielleicht besser. Ja. Ja, logisch. Man hätte auch GC oder IB können von Wutsch, aber ich finde, wenn schon raushauen, dann der FCZ und hat leider nicht geklappt. Ich finde, wir haben ja mega schnell das 1, also in mega schneller Zeitraum haben wir das 1, 2 und 3-0 kassiert. Ich finde, wenn das nicht passiert wäre, wäre es ein bisschen spannender geworden. Hugo, wir haben vor einem halben Jahr miteinander geredet und dann hast du mir gesagt, Diskrepanz Nazi B-Nazi A ist noch zu gross. Sie schaffen es dann im Halbfinale, sie steigen jetzt auf, du wärst fast aufgestiegen. Haltest du noch an dieser Aussage fest? Schwer. Also wenn ich jetzt IB anschaue, was sie diese Saison geboten haben, mit 18 Punkten, zweitletzten und Iverdor. Also wir haben Iverdor im Testspiel geschlagen, 1-0. Das sind die beste Mannschaft gewesen. Wir haben im Schweizer Cup, ich glaube, vierte Runde IB daheim gehabt. Nach 12 Minuten 3-0 für IB kommen wir zurück. Sind wir erst in der 91. das 4-3. Muss hier widersprechen. Ich glaube, wenn St. Gallen IB hatte im Halbfinale, wäre es im Finale gestanden. Und da bin ich ganz klar überzeugt von der Spieler, also von der ganzen Spieldings, Philosophie und alles auch mit den Trainern. Ich glaube, wenn St. Gallen aufgestiegen wäre, letztes Jahr, hat es IB auch schwer gehabt, weiter vorne sein. Und ich glaube, dass IB, wenn sie nicht eine Kehrtwende machen, dann wird schon massive Probleme kriegen. Also ich sehe, also St. Gallen wird die nicht als Absteiger sein. Es klingt jetzt hart für IB, aber es ist einfach das, was ich jetzt die Saison gesehen habe. Es gibt andere Vereine Nation, die einen besseren Job machen mit ihren Möglichkeiten. Ja, aber das ist doch jetzt eine Diskussion. Ich meine, GC wird dritt, aber GC ist am Ende der ersten Runde sind sie ein schwächer gewesen als IB. Ich meine, da kann IB ja relativ schnell Kehrtwende machen, oder nicht? Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich sage aus dem Berner Oberland. sonst machen wir keine Freunde. Nein, ich glaube einfach, dass IB nicht mehr ein bisschen den Zug verpasst hat, in welche Richtung sie gehen müssen. Ich glaube einfach, dass sie eine Top U19 qualitativ etwas vom Besten, was man haben in der Schweiz. Wenn man die Nazi-Kader anschaut, glaube in allen Stufen mit 6-7 Nazi-Spielerinnen vertreten. Und was ich einfach schade finde, ist, dass man den Mut nicht hat, wenn man schon merkt, dass man es gegen Ufe nicht geht, dass man die Jungen nicht einsetzt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den sie sofort ändern. Weil es gibt noch andere Vereine in Bern und Oberbahn, wie Worp, Walpenswil jetzt, diese Dinge und Thun. Wir sind bereit und es wird Spielerinnen geben, die sicher den Schritt machen werden, wenn sie nicht spielen. Und wie gesagt, wenn sie den Wechsel nicht machen zu der anderen Philosophie, dann glaube ich, werden sie es schwer haben. Es klingt jetzt hart und wahrscheinlich wird ihr ein paar Telefon haben von IB, aber das ist mir eigentlich egal. Ja gut, vielleicht sind es ja Telefon von Spielerinnen, die zu dir wollen. bleiben wir gerade bei dir. Schau jetzt rechts von dir. Du hast mit der Stefanie meines Erachtens eine der besten Spielerinnen in der ganzen Cup diese Saison. Eine grossartige zentrale Mittelfeldspielerin, auch Jessica, eine super Spielerin, die ein bisschen darunter leidet, dass sie noch nicht ihre richtige Position gefunden hat. Aber auch sie ist sehr jung. Beide steigen auf, beide wollen in der Nazi A bestehen bleiben. Wenn wir wieder von Niveau reden, wenn du jetzt ganz ehrlich so nach rechts schaust und sagst, wird es schwierig für das Team von St. Gallen, trotz den neuen Zugängen, über die wir gerade jetzt reden wollen? Nein, ich sage immer, was heißt schwierig? Im Endeffekt tut der Trainer entscheiden, wie schwer das wird. Das ist eine reine Mentalitätsfrage. Ich meine, das beste Beispiel mit dem FC Baden. Ich meine, sie sind in der ersten Liga gesehen, wir korrigieren, sind abgestiegen, haben den grundlegenden Neuaufbau gemacht, glaube ich, über 2 Jahre in der zweiten Liga. Mit 2 Jahren, glaube ich, haben sie gespielt, oder? Bevor sie wieder rauf sind. Eins. Ich glaube einfach, das Ganze im Frauenfußball ist eine Mentalitätsfrage. Wenn der Trainer vorab geht und ihnen sagt, wie gut sie sind, und Frauen
die nehmen das extrem gut aus. Und ich bin überzeugt, dass sie das Potenzial haben. Und jetzt mit den zwei Neuverpflichtungen, die heute rausgekommen sind von Zürich, die offiziell ist, die ich vor dir gewusst habe, scheinbar, mit Willi und Bernhard. Ich glaube, haben sie nochmal Qualität gewonnen. Also, ich sage immer, es ist eine Mentalität. Und was sie nicht dürfen machen, ist mit jetzt anders Fußball spielen. Sie sollen frech, mutig, unbekündet die National aufgehen und denen dort oben das Leben schwer machen. Dann werden sie punkten. Ob sie jetzt 30, 40 Punkte machen, ist im Endeffekt egal. Sie müssen einfach einen Punkt mehr haben als der letzte Platz und dann haben sie das Ziel erreicht. Das ist, denke ich. Und ich bin überzeugt, dass sie es schaffen. Also ich wäre schwer enttäuscht von diesen zwei, wenn wir da immer ein Jahr wieder da hocken und es nicht wird sein. Jesse, Steffi, was sagt ihr? Was sind eure Ziele? Wie seht ihr das Abenteuer Nazi an? Ja, also für mich ist es auch ganz speziell. Ich habe den Nazi oben angefangen, als junger Schnösel, wenn man es so sagen kann. Und bin dann abgestiegen mit dem Team und jetzt natürlich wieder aufgestiegen. Für mich ist die Freude natürlich riesig, weil mein Ziel war immer, in der höchsten Liga zu spielen. Und ich sehe wirklich nicht so schwarz für unser Team. Wir haben ein gutes Team, wir haben vor allem ein sehr gutes Klima im Team selber. Es ist wirklich ein richtiger Teamspirit, jeder geht für jeden. Wir haben auch wirklich eine super Mannschaft, kein Krieg, nichts. Das siehst du auch sehr selten in einer Mannschaft, wo eigentlich der Konkurrenzkampf schon da ist auf gewissen Positionen, wo es aber gleich alle mega gut miteinander haben. Und ich finde, wenn wir so weitermachen und fest an uns arbeiten, dann werden wir in der nächsten Saison oben bleiben können. Und das ist natürlich auch unser Ziel. Ja, ich sehe es auch wie Jesse. Eben, wie gesagt, ich habe auch den Abstieg vor zwei Jahren erlebt und es ist nicht immer schön. Ja. Und dann letztes Jahr hat es leider nicht geklappt und jetzt dieses Jahr schon. Und eben, ich sehe es auch nicht als wieder Abstieg. Ich finde, wir haben den guten Fußball gezeigt. Und ja, wir dürfen keine Angst zeigen. Und ja, ich denke, das kommt gut. Alia, wenn ich dich jetzt hier einschalte, du als ehemalige FC St. Gallen-Spielerin, als bald Nazi-B-Spielerin, wenn du das Niveau anschaust, wenn du das Team anschaust und wenn du anschaust Karin Bernet und Patricia Willi, das sind doch gute neue Zugänge. Und was prophezeist du dem Team? Ich glaube, die Neuzugänge werden nicht das sein, was schlussendlich ausmacht. Ich denke, das Team, wo sich das erarbeitet hat, das Team, das für das geschafft hat, in der Saison vorne, das ist der Grundstein, wieso dass es geklappt hat. Sie haben sich den Erfolg erarbeitet und ich denke, man hat auch gesehen, weil sie auch schon im Cup so weit gekommen sind und man hat auch gegen Zürich gesehen, dass da ganz viel Potenzial rum ist und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit, die man in der Ostschweiz gefunden hat, dass die mehr wie sinnvoll war und dass das schon Jahre vorne hätte passieren sollen. Und das ist, glaube ich, das, was wir gebraucht hat, auch in der Ostschweiz, dass mal beide Teams mal die Niederlage in dem Sinn mit dem Abstieg müssen verkraften, damit man sich so weit überwunden hat, dass man gesagt hat, hey, wir müssen zusammen arbeiten. Und weil wir zusammen arbeiten, bin ich auch der Meinung, sind sie so erfolgreich. Und natürlich sind Karin Bernet und Patricia Willi sind neue Zugänge, die jede andere Nationalmannschaft auch mit Handkuss für nehmen. Und sie werden das Team extrem verstärken. Aber ich denke, dass das nicht das Zünglein an der Waage ist, sondern dass das Team sich das wird erarbeiten. Und ich schließe mich eigentlich den Meinungen von vorne an. Ich bin der Meinung, mit dieser Einstellung, und das ist etwas, was wir vorhin auch schon diskutiert haben, Fußball ist ganz viel eine Einstellungssache. Und die Einstellung stimmt absolut und das wird das sein, was es schlussendlich ausmacht. Jetzt für euch zwei, heute haben wir ja Serbien gegen Schweiz geschaut. Den Match müsst ihr nicht kommentieren. Ich glaube, da haben wir schon genug Schaden angerichtet. Aber eine Kollegin von euch ist im Nationalteam, Nazi-B-Spielerin. Kollegin Nadine Riesen, ich meine, ihr seid gut befreundet. Wie seht ihr das, wenn eine Kollegin aufgeboten wird? Und denkt man dann, hey, ich werde ja auch aufgeboten. Vielleicht. Wer weiß. Also erstmal muss ich sagen, ich bin mega stolz auf sie, was sie erreicht hat. Und ja, ist klar, es war cool mit ihren Spielen. Jetzt geht sie ja zu IB und ja, ich mag sie ihr gönnen. Und ich glaube, sie wird sich da durchsetzen. Ja, natürlich, ich finde es genial, dass sie jetzt die Chance bekommen hat, um mit der A-Nazi zu spielen. Mich freut es riesig, weil, wie gesagt, Nadine ist eine Person,
die hat man einfach gern. Der ist einfach ein typischer Typ dazu. Und sie macht es auch gut. Ich meine, sie hat sich da alles sehr hart erarbeitet, wenn man ihr seine Trainings anschaut, ihr seine Matches anschaut. Sie war immer mega selbstkritisch gewesen, meiner Meinung nach manchmal ein bisschen zu hart zu sich selber, aber das macht sie einfach aus. Darum hat sie jetzt den Sprung auch geschafft. Und wie gesagt, ich mag sie gönnen. Mir tut es weh, dass sie geht, wie auch der Rest der Mannschaft. Aber ich finde es super, sie wird ihren seinen Weg gehen. Und das freut mich natürlich auch sehr. Hugo, ich missbrauche dich ein bisschen als Sprachrohr. Was denkt der Trainer von Thun Oberland, wenn er jeweils das Aufgebot für die U19-Mannschaft sieht, aber jetzt auch das Nazi-Aufgebot und eine Nazi-B-Spielerin wird aufgeboten? Auch da muss ich extrem aufpassen, was ich sage. Ich finde, zuerst mal zur Nationalmannschaft A-Nazi. Darf ich direkt sein? Sehr direkt. Ich finde es erschreckend, wo wir heute sind, wo wir vor 6 Monaten gewesen sind. Also ich habe das Gefühl, dass die Nazi einen extremen Rückschritt gemacht hat gegenüber von der Voss-Tecklenburg. Nur als Beispiel, ich meine, Italien, wo wir vor 3 Jahren, glaube ich, irgendwie zersaust hat mit 5-6-0 daheim und auswärts, gewinnt heute 5-0 an der WM. Wir haben, glaube ich, 2 Matches gewonnen, 6 Punkte, Golfverhältnis 9-0. Die Schweiz ist nicht an der WM-Endrunde. Und ich glaube, aus 8 Spielen und dem neuen Nazi-Trainer 2 Siege, 1 Unentschieden und 6 Niederlagen. Okay, kann passieren. Was für mich einfach erschreckend ist, ist das Mutlose. So, dass man geht auf Serbien, man probiert nichts, man hat junge Spielerinnen, lass doch die laufen, geh ins Pressing, 4-3-3. Wenn du verlierst, that's it, kann man heimfahren. Okay, man hat es probiert. Das ist meine ehrliche Antwort. Zu den Aufgeboten der Nationalmannschaft. Ich finde es einfach extrem, dass man aufpassen muss, dass man eigentlich Spielerinnen aufbieten, die prinzipiell einfach von den 5 grossen Vereinen sind. Okay, das ist einfach Philosophie vom Verband. Nadine hat es geschafft, sie hat es sich verdient. Ich glaube einfach, dass es genug andere Spielerinnen hat, wo man auch mal einen frischen Wind reinbringen kann. Und man muss mutig sein im Leben. Ich glaube einfach, dass der Verband dort auch massiv aufpassen muss, dass sie da nicht irgendwie wieder zurückkehren in der Zeit, wo wir ohne Voss-Tecklenburg sind. Das ist meine Meinung und das ist wieder eine direkte Meinung, wo ich sicher keine Freunde machen werde. Ja, keine Freunde machen, das können Talia und ich. Wir werden auch etwa die vielleicht manchmal ein bisschen böse angeschnauzt von der einen oder anderen, aber das gehört auch dazu. Wenn ihr drei auf Talia schaut, die hat super Freude, könnt bei uns im Channel nachschauen. Sie ist Meister geworden, ist aufgestiegen in die Nazi B. Was erwartet sie in der Nazi B? Ja, ich glaube, zuerst mal Gratulation. Ich glaube, der 4. Anlauf gesehen, oder? Das letzte Jahr wegen der geilen Karte, dann irgendwie wegen der Golfverhältnis und keine Ahnung. Was sie erwartet? Ein starkes Turn Berner Oberland mit einem super Trainer. Was sie erwartet, ist einfach das, was ich mitgeben kann, ist einfach das, du musst von der ersten Minute bereit sein. Man hat es bei Küsnach gesehen, sie haben die ersten 6 Matches verloren, sind irgendwie mit 4 Punkten nachher die Saison gestartet. Nach 7 Matches haben sich dann gefangen. Es wird brutal schwer für euch. Also da bin ich jetzt offen und ehrlich. Die Kadergröße für euch, die ich angeschaut habe, ist zwischen 13 und 15. Das mag es dann nicht leiden, mit 12 ins Tessin runterfahren, wie das gemacht haben, glaube ich, gegen Palermo. So viel, wie ich informiert bin. Du musst ein Kader haben mit 22, 24 Spielerinnen. Und ich habe das dir vorher schon gesagt, ich glaube, jetzt ist die Zeit da, dass du mit dem Spitzenfußball Luzern, dass du da etwas auf die Beine stellen kannst. Weil Grundlage in Luzern, Nazi A, Nazi B, Zweitliga-Frauenhändler, U19, U17, U16. Top, top. Die Problematik wird jetzt einfach sein, wie das funktioniert. Ich behaupte, du musst dich mindestens noch 4, 5 Positionen verstärken. Da geht es jetzt nicht ob gegen mich oder gegen Schlier oder so. Punkt. Aber die werden euch einen Weg machen. Ob es reicht, das ist das Ding. Ja. Was sagen die Spielerinnen, so Spielerinnen, so Ostschweizer Ratschläge? Ja, ist schwierig, das jetzt so zu sagen, weil jede Mannschaft ist ein bisschen anders, hat andere Stärken, aber eben auf jeden Fall, ja, sicher bereit sein, von Anfang an. Und natürlich auch, ist halt auch viel im Kopf, auch wenn man halt vielleicht mal 1, 2 Spiele verlieren oder vielleicht auch gar gewinnen, muss man einfach
bereit sein und ja, den Kopf nicht hängen lassen, falls es halt nicht so läuft, wie man es gerne vorgestellt hat. Und ja, wichtig ist sicher, dass man vielleicht ein bisschen mehr Leute hat. Eben bei uns, ja, es ist schwierig mit wenig Leuten. Es ist gleich eine intensive, da hat man auch unserer Mannschaft gemerkt, es wird intensiv, weil es hat gute Mannschaft auch in der ACB. Wir spielen auch zum Teil sehr gutes Fußball. Ja, dann ist natürlich die Belastung auch recht hoch. Ja, zuerst mal eine Gratulation von mir. Danke. Ja, ich finde, wir haben eine andere Rolle jetzt als ihr. Aber natürlich, wir haben halt gegen die schwächeren Gegner haben wir ein bisschen mehr Mühe gehabt, vor allem. Ja. Also man darf vor allem die nicht unterschätzen und ja, das ist mein Ratschlag eigentlich. Jetzt, also willst du zuerst mal etwas zu diesen Ratschlägen sagen? musst nicht, kannst auch. Also ja, wir freuen uns natürlich zuerst mal. Wir haben lange auf das Ziel hingearbeitet. Vor 6,5 Jahren, als ich zu Luzern gegangen bin, sind sie gerade abgestiegen aus der ACB und seitdem ist eigentlich so ein bisschen rumgestanden, wir wollen eigentlich wieder rauf. Und jetzt haben wir es im vierten Anlauf, nach 3 ganz engen Anläufen, haben wir es geschafft. Und ich denke, das ist mal so das erste Zwischenziel, das erreicht ist. Aber das Hauptziel wird sicher sein, dass wir uns nächste Saison irgendwie halten können oben. Und ja, ich glaube, die Ratschläge, die da gekommen sind ganz essentiell. Es gibt gewisse Spielerinnen von uns, die schon weiter oben gespielt haben und die das natürlich wissen und die sagen, hey, das ist, ohne das können wir nicht, geht es nicht vorwärts. Ich bin auch der Meinung, dass wir in Luzern grundsätzlich eine sehr gute Ausgangslage haben, wie wir aufgestellt sind. Und da geht es jetzt vor allem darum, dass sich die Vereine annähern. Es ist lustigerweise gerade diese Woche in der Luzerner Zeitung ein Artikel genau über das Thema gewesen. Bist du auch der Meinung, dass wenn man es schafft, dass man Konsens findet zwischen den zwei Vereinen, wenn man es schafft, dass man sich auf sportlicher Ebene annähert, dass man, ja gut, die ganzen geschichtlichen Hintergründe, die sowieso, ich bin sowieso der Meinung, die sollten schon lange keine Rolle mehr spielen, aber wenn man es schafft, dass man da das Potenzial dahinter auch sieht, was man für die Region auch erreichen kann und was man aber auch im, soll ja eigentlich nicht nur ein Push sie für uns, sondern eigentlich, meiner Meinung nach, wird es am Spitzenfußball extrem viel bringen, wenn man da einen Austausch hat an Spielerinnen, an Qualität, an Förderung und so weiter. Und darum, wenn wir das fertig bringen und ich weiss, unser Verein oder zumindest unser Trainer ist extrem hartnäckig im Moment dran, am Spielerinnen suchen, versucht das ins Möglichste, dass man die eine oder die andere könnte zuholen, nochmal mit ein bisschen Qualitätskader verstärken, allgemein das Kader verstärken, damit du einfach ein bisschen mehr Breite hast. Und ich glaube, wenn wir das irgendwie anbringen, dann liegt es an uns. Und wenn es an uns liegt, dann können wir unseren Teil dazu beitragen, dass wir es schaffen und gewillt sind wir sicher. Ja, Lea, hast du Scheckbuch dabei, um diesen zwei das Angebot zu unterbreiten? Gut, ich glaube, das wäre sau blöd, wenn sie das wieder da nehmen. Gehen wir jetzt, danke, dass ihr überhaupt Zeit habt, aber zu euch. Steffi, du hast vom letzten Match geredet. Wir haben beim Moos, wir haben das Gefühl gegen Aarau, den Aufstieg gefeiert. Sogar der Matthias Hüppi war dort, ausnahmsweise. Ich glaube nicht, dass er ihn sonst viel gesehen hat diese Saison. Wie wichtig ist der Frauenfußball in dieser Region? Ich meine, früher war ja die Ostschweiz Nonplusultra im Frauenfußball. Also hat zwei Teams in der Nazi angehauen und alles. Wie erlebt ihr das jetzt in der Ostschweiz, den Frauenfußball? Sind ihr beliebt? Schwierige Frage. Ja, man lässt ab und zu etwas in der Zeitung und jetzt auch halt wegen dem Aufstieg und so ist ein bisschen beliebter geworden, aber ich finde, könnte man noch viel mehr machen. Also ich finde es ein bisschen schade, aber wer weiß, vielleicht in der neuen Saison kommen wir ein bisschen mehr Support über und ich hoffe es auch, aber eben, das ist einfacher gesagt als gemacht. Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschliessen. Es ist sicher mehr auftaucht, mehr verbreitet worden jetzt in der letzten Zeit. Also eben, vor allem, weil wir jetzt den Aufstieg geschafft haben, ist halt auch ein bisschen mehr in der Zeitung gestanden, aber meiner Meinung nach könnte man noch ein bisschen mehr für das Frauenfußball tun allgemein. Ich finde, es wird einfach zum Teil zu unterschätzt, was Frauen alles leisten für den Fußball, was die Männer vielleicht nicht einmal machen würden, wenn sie jetzt so wie wir eigentlich da aus Hobby machen.
Und dadurch finde ich es schon, oder würde ich es toll finden, wenn man ein bisschen mehr Supporters hätte, die sich den Frauenfußball auch anschauen gehen, weil es ist ein spannender Match zum Zuschauen, wenn es auch für die Frauen spielen. Ich meine, sie spielen zum Teil genauso gut wie die Männer, zum Teil sogar noch härter, meiner Meinung nach. Aber ja, das ist meine Meinung. Und ja, wäre cool, wenn man ein bisschen mehr Zuschauer hätte oder das Frauenfußball allgemein noch ein bisschen mehr könnte, aufbauen, verbreiten. Mit dem Aufstieg habt ihr euch etwas gesichert, dass ich sicher ein paar Matches von euch komme. Ihr seid ja gute Leute, die auch unsere Videos zuerst mal überhaupt Interviews geben wollen und eure Videos teilen. Euer Trainer beschriftet von jemandem als der teuerste Trainer in der ACB, hat ja sich immer geweigert, ein Interview zu geben, was ich ein bisschen unprofessionell finde. So Leute stehen dann auch im Fußball im Weg, ihr müsst nichts sagen. Es kommt ja ein neuer Trainer. Auf jeden Fall, eben, wenn mehr Aufmerksamkeit da ist, das spürt ihr dann schon auch, dass ein bisschen etwas geht. Ja, ist schwierig, ja. Mir spürt es sicher dann. Aber ja, es wird sicher noch eine Zeit gehen, bis da sich alles entwickelt hat. Hugo, deine Region? Was meint deine Region zum Fußball? Frauenfußball, hast du ja schon aufgezählt. Unzählige Vereine, die gut spielen. Ja, ich glaube, das ist nicht das Problem, dass wir Vereine haben, die auf Frauenfußball setzen. Ich glaube, eben wie das beste Beispiel Baden, wo super Infrastruktur mit einem kleinen Stadion. Bei uns sind es irgendwie, glaube ich, in dem Umkreis von 7 Kilometern haben, glaube ich, 4 Zweitliga-Frauenteams. Von dem her glaube ich nicht. Ich glaube einfach, auch dort sind wir auf einem Holzweg, dass eigentlich der Verband seit 5 Jahren jede Saison kommuniziert, Professionalisierung, wir müssen Leute ins Stadion kriegen, wir müssen Zell und jenes. Ich bin ganz ehrlich, von dem sehe ich nichts. Wenn ich ein nationales Spitzenspiel schaue und ich zähle 75 Leute, wo sind wir da gelandet? Da gehe ich 10 Uhr ein Match bei uns auf dem Rot-Schwarz-Platz schauen, das Derby, Dürrenasch gegen Rot-Schwarz und ich habe 100 Leute. Und da reden wir vom breiten Fußball-Junior-C-Match. Ich glaube, auch dort müssen wir uns grundlegend andere Wege ausdenken. Ich meine, der Vogel, man kann ihn mögen oder man kann ihn hassen, ist in einer Fernsehsendung Club, hat einen guten Vorschlag gehabt. Ich meine, wieso ist es nicht möglich, dass man nach einem Super League-Match nicht ein Frauenmatch laufen lassen, mit 5'000 Leuten? Weil Tennis ist auch interessant für die Presse, Tennis ist interessant für eine Zeitung aus St. Gallen oder aus Thun. Thuner Tagblatt, Berner Zeitung, Bund, Tennis ist interessant. Und alles andere mit 75 Leuten, ganz ehrlich, wäre für mich als Zeitung nicht interessant. Und da muss man aufhören, Verbandseiten, auch das abgehobene Cup-Finale in Biel vor 2 Jahren von irgendwie 150 Leuten. Eine Schande, wenn ich drei Dinge sehe. Jetzt hat man das Glück gehabt, dass IB im Finale gekommen ist, mit, wo die Leute gebracht hat. Auch dort ist meine Meinung, nochmal, keine Freunde heute gemacht mit dieser Aussage, aber das ist mir egal. Der Verband, alle müssen sich ganz klar einen Richtungswechsel machen. Punkt. Und eben, wie gesagt, Frauenfußball ist ehrlicher als Herrenfußball. Das ist halt einfach so. Aber ich finde einfach, da muss sofort etwas geändert werden. Ja, ich glaube, ein grosses Fazit von diesem Gespräch jetzt ist, der Hugo Kostetzer hat ein gutes Bewerbungsschreiben abgegeben, zum Upsides als Kommentator einsteigen. Bist gerne immer wieder willkommen. Und natürlich Jessica Scherer und Stefanie Brecht werden wir etwa die am Spielfeldrand müssen interviewen. Was habt ihr noch Sachen? Ich meine, ihr sind ja aus dem Grund gekommen, wir wollen mal euch zeigen und auch über Frauenfußball reden, was ich sehr, sehr fest danke. Was wollt ihr heute noch sagen, loswerden, frauenfußballtechnisch oder allgemein? Ihr könnt auch einfach eure besten Freunde grüßen. Ja, zuerst wollte ich mal dir Dankeschön sagen, dass du überhaupt so viel unterwegs bist. Also das ist nicht selbstverständlich. Also nach dem Frauenfußballmagazin, wo ja die Lade dich gemacht hat, hat das wirklich gefehlt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man wie Baden, wo jetzt gerade da ist, oder Oerlikon, eigentlich auch ein Kompliment macht. Weil ohne sie geht es eigentlich nicht. Wir reden immer von Spitzenfußball, Nationalmannschaft, ACB, Erstliga. Okay. Aber grundlegend, wie können wir existieren? Das ist eigentlich von unten auf. Wir sind eigentlich angewiesen, dass die unten oder Erstligavereine gute Arbeit machen, die wir eigentlich können nachher nutzen ziehen.
Und da glaube ich einfach auch, dass ihnen ein grosses Messi gehört. Und wir machen unseren Job oben, das ist okay, aber ich glaube, ohne sie unten würde es uns nicht gehen. Und dann ist klar, wenn man schönen Fußball sieht, erfolgreich, macht es umso schöner. Und ich glaube, heute geht es einfach darum, dass wir deine Sendung und alle, die hier arbeiten, jetzt bekannter können machen und nicht um einen Verein oder um mich oder um sie. Das ist meine Meinung. Ja, kann ich schon. ja, ich muss mich da anschliessen. Ich finde, das machst du super. Und eben, ist nicht selbstverständlich, dass du da bis weiss ich, wo du hingehst. Und ja, ich hoffe, dass du noch ein bisschen mehr anschaust und auch, ja. Und persönlich, ja, ich freue mich auf die neue Saison mit dieser Mannschaft und ich hoffe, dass es erfolgreich wird und spannend bleibt, ja. Ja, da habe ich noch, nebst dem Dank an alle euch, die gekommen sind, es waren nicht viele gewesen, aber was willst du auch? Match Schweiz gegen Serbien am Tag des Frauenstreiks, es war heiss gewesen. Und der Match ist auch wirklich, aber das nächste Mal vielleicht ein bisschen besseren Match, noch Meldung an FC St. Gallen Stadt. Vielleicht könnt ihr dort bei der Conchi anklopfen, fragen, wie man einen Social-Media-Account führt von einem Fußballteam. Vielleicht dürft ihr ja dann auch übernehmen und ein bisschen aktiver werden, weil St. Gallen, es hat mir ein bisschen gefällt, ich habe ein bisschen wenig Informationen bekommen von St. Gallen. Das fände ich super, wenn wir dort auch aktiver werden, weil wenn ihr aktiver werdet, werde ich aktiver, weil dann weiss ich, oder? Weiss, wo kann ich hin, wo ist etwas los, also müssen wir alle zusammen spannen und ich bin einfach sehr froh, dass ihr uns da aber unterstützt habt, die ganze Saison durch, immer Interviews gegeben habt. Ich denke, das Danke kommt auch von der Alea. Das war es für diese Saison. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt. Wir haben ganze 80 Videos gemacht. Ich war ja 45 Matches diese Saison. Nur von der National, Nazi, B und Erstliga. Ich glaube, auch ich habe mir ein bisschen Sommerferien verdient. Cool, dass ihr alle gekommen seid, auch wirklich weit gereist, ein bisschen über eure Liga geredet haben. Ich denke, das hat gefällt bei unserem Podcast. Ihr seid immer willkommen, wenn wir ihn machen. Und ein paar von euch sehe ich gerade am Spielfeldrand, wahrscheinlich gerade die ersten paar Wochen. Den Hugo sehe ich dann, wenn er gegen Alea spielt, spätestens. Aber vielleicht kann ich auch sonst mal auf Thun kommen, kannst mich auch einladen. Stadtkorn Arena haben wir ja mal gesagt, dass wir dort einen Podcast drehen. AFC Baden, merci vielmals. Noch ein grosses Dank an die örtliche Polizei, die sich dann nicht mehr vor die Kamera getraut hat. Das Danken an die CC Kaffee, dass sie uns hier so gut empfangen haben. Vielleicht können wir ja in der Quali nochmal ein Match da schauen, wenn ihr alle auch Lust habt. Und das war es für diese Saison. Das war es für diese Podcast-Folge. Euch allen, merci vielmals. Wir gehen in die Winterpause am 15. In die Sommerpause. Am 15. August gibt es ein Eröffnungsspiel in Kriens, Luzern gegen Basel. Dort werden wir wieder dabei sein und dann geht die Saison wieder los. Ich wünsche euch allen eine schöne Erholung und einen guten Trainingsstart. Tschüss zusammen.